Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zocke ich mit euch Contagion VR Outbreak. Das ist heute erschienen und ja, ich muss das unbedingt zocken, weil ich habe die Demo schon getestet. Und die war schon echt genial und ich bin gespannt, wie sich das Spiel gemacht hat. Es ist trotzdem immer noch in der Early Access. Aber ich hoffe, dass echt genial wird und klar, wir müssen noch mit ein paar Bugs rechnen und so weiter. Aber allein die Demo war schon cool und ja, ich bin gespannt, was daraus geworden ist. Was sie in der Zeit alles geschafft haben und allein die Sounds sind schon der Hammer. Also man fühlt sich hier echt, als ob man jetzt gerade hier in dieser abgewrackten Wohnung wäre und draußen geht echt die Hölle ab. Da sind Zombies irgendwie, der eine kauert da oder kratzt rum, der andere will in irgendeine Tür rein. Da höre ich dann einen Generator laufen. Also ich würde sagen, wir checken das Spiel jetzt mal. Dafür müssen wir uns hier den Ordner nehmen. Ja, und ich würde sagen, viel Spaß. Okay, dunkler Bildschirm. Okay, das hat sich angehört wie eine Handbremse gerade. Oh, Tiefgarage. Okay, wir sind gerade mit dem Auto angekommen. Okay, ich kann auch noch wieder rein. Sehen auch so ein bisschen spartanisch aus, so ein bisschen, ja, nicht ganz wie Arizona Sunshine, die Autos, aber so ähnlich. Da hantiert auch irgendeiner am Auto. Schauen wir mal, ob wir da mit dem interagieren können. Hey Joe, you there with that? Hey, man, thanks, but I just need to finish up in here. Right on, man, good luck. By the way, you still owe me 20. Textur sieht irgendwie ein bisschen, wow. Textur vom Motor sieht ein bisschen platt aus. Kann man hier schon irgendwas greifen? Ne, okay. Okay, gehen wir mal hier gucken. Sieht schon echt cool aus, diese Motten, die hier rumfliegen. Da fällt mir direkt ein, fliegen Motten in das Licht. Und so weiter. Ja, Wasser sieht jetzt nicht schlecht aus, aber auch nicht mega gut. Aber für ein VR-Spiel schon gut. Okay, das wird auch keine richtige Tür sein. Da ist auch die Textur ziemlich platt. Okay, da wird uns was angezeigt da hinten. Dann gehen wir einfach mal gucken. Also die Demo hat ja nicht hier gestartet. Die hat ja direkt im Apartment gestartet. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal zum Apartment kommen. Okay. Okay, man hört die. Das kenne ich noch von Resident Evil, die Moonshine-Sonate. Das ist irgendein Resident Evil-Teil. Ich glaube, der erste war es. Empty. Okay, können wir auf jeden Fall schon looten. Das ist auch einer. Können wir mit dem auch interagieren? Hallo? Nein, mit dem können wir nichts machen. Da wird uns auf jeden Fall angezeigt, wo wir hin sollen oder müssen. Jetzt checken wir uns aber erstmal hier die Schublade. Okay, was ist das? Nehmen wir einfach mal mit. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Keine Würfel, aber vielleicht kann man es gebrauchen. Hier ist irgendeine Keycard. Okay. Muss ich mal gucken, wie ich den Rucksack wieder schließe. Okay. Funktioniert auf jeden Fall schon besser als in der Demo. Da hat mich dieses Inventarsystem echt verrückt gemacht. Elevator still out of commission. Great. Life's way of reminding us we need to stay in shape. Okay, wir können den Aufzug nicht benutzen. Okay, kann man immer nur die linke obere Schublade looten, oder was? Nothing. Ja, machen wir mal hier alles aus, wo wir schon gelootet haben. Falls wir nachher hier irgendwie im Kreis laufen müssen. Nothing useful. Okay, aber hier ist wieder... Kann man nicht looten.
Kann man auch nicht looten, okay. Oh, hier sind die Leute echt laut. Hier ist eine Party. Hallo, leiser. Okay, wir müssen gleich noch da ins Treppenhaus. Aber vorher checken wir hier nochmal alles. Wer weiß, ob wir hier irgendwie was finden, was wir unbedingt brauchen. Okay, hier sind scheinbar echt immer nur die linken oberen Schubladen. Oh, da ist auch wieder ein Kerl. Guck mal. Oh, da lief einer weg. Okay. Verwandelt er sich schon, oder? Er wird ja nicht schlafen beim Putzen, oder? Habt ihr gerade den Hund gesehen? Alter, wie läuft der denn? Das ist er weg. Warte. Der hatte, glaube ich, Würmer, der lief so auf dem Arsch rum. Da kommt er wieder. Alter, wie sieht das denn aus? Okay, ein bisschen Comedy-Einlagen haben sie auch reingebracht. Cool. Okay, und hier wird auch nichts sein. Okay, gehen wir ins Treppenhaus. Schauen wir mal. Was war das? Da steht locked. Oh, da ist irgendwas passiert. Entweder liegt ein Verletzter oder ein Toter. Bullen sind überall. Wollen wir mal gucken, ob wir hier reinkommen? Wir hatten ja eine Keycard, ne? Access denied. Okay, schade. Gehen wir eine Etage höher. Oh, da steht ein Bulle. Whoa, there. You live on this floor? Yes, sir, officer. Unit 308. Everything all right? Small disturbance. But you don't have to use your key card. I can't let any non-residents pass this point right now. Sure thing, officer. Okay, also wenn wir hier wohnen, dürfen wir hier hin. Ansonsten nicht. Also hier wird schon irgendwie, haben die alles abgeriegelt. Okay, cool. Das funktioniert noch. Nicht ganz so gut, aber schon besser. Was ist hier denn, ein Hund? Okay, kann man nichts machen. Da gucken wir jetzt mal, ob wir das spielen können, oder? Okay, das ist echt cool. Aber wir haben ja auch keinen Coin zum Einschmeißen oder so, also können wir es auch nicht spielen. Okay, gehen wir mal weiter. Okay, da wird uns angezeigt, wo wir hin müssen, in welche Richtung. Hier ist noch eine Schublade. Nothing useful. Okay. Okay, der Raum kommt mir bekannt vor. Auch cool, wie der Regen sich anhört. Na, das kenne ich hier noch. The Johnsons are moving out. Oh, they were such nice neighbors too. Okay, die Nachbarn ziehen aus. Jetzt sind wir auch schon an unserem Apartment. Empty. Ja. Bin gespannt, ob die Story sich jetzt ändert oder nicht, aber glaube ich nicht. Aber schon mal cool für so einen Kampagne- oder Singleplayer-Modus, dass man den Weg auch zum Apartment gehen musste. These business trips aren't getting any easier. Okay. Ah, hier sieht es auch wieder alles in Ordnung aus, nicht wie im Hauptmenü. Okay. Checken wir mal alles. Looks like Tony came by to fix some things around this place. Hey Tony, you in here? Geld? Geld ist immer gut. Wow. Okay. Wir haben einen Bug entdeckt. Alicia. Hey, hon, I just walked in the door. Where are you? I must have just missed you. You'll have to tell me all about your trip over dinner. Speaking of which, I was on my way to go pick up some Chinese takeout for dinner. I hope that's okay. Chinese sounds great. Put me down for some General So and
If it isn't too late, can I get some extra spicy mustard, please? All right, but I guess that means you're sleeping on the couch. Okay, duck sauce is fine. No mustard gas for dessert, then. You're so nasty, I love you. I love you, too. Oh, hey, before I let you go, did Tony show up to fix the bedroom door? I just tried to open it, and, it's locked. He showed up just as we were leaving. He said he was going to replace the lock, so I assumed he's still around. Maybe he ran back to his office to grab something. Anyways, let me let you go. I just wanted to get your order so I can get back home before the storm hits. Wait, before I let you go, do we have any painkillers around? My head is... Ich muss ganz schnell schalten. Cool. Thanks, babe. I'll see you soon. I love you. Okay, hier habe ich ein bisschen Aussetzer. So. Eine Batterie. Keycard ist auch weg. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so dramatisch. Da kann man jetzt nichts machen. Gucken wir mal. Okay, die ist auf jeden Fall abgeschlossen. Kann man auch nichts machen. Ja, checken wir mal die Küche. Hey, honey, what's up? An accident. Are you both okay? We were pulling into the parking lot of the restaurant while the police were trying to subdue this man. And he was biting at them like some kind of animal. Oh my god, they shot him! Honey, listen to me. Just come home. Leave right now and come home. Oh, okay. Bye. What the hell is happening out there? Das klappt ja. Und jetzt muss ich was sagen? Okay, das klappt mega. Okay, die kann ich auf jeden Fall wiederholen, aber an den komme ich jetzt nicht dran. Okay. Hammer 8. Kann man da reinpacken. Ich weiß nicht, wie man die jetzt lädt. Ach, Jungens. Komm, wir packen das erstmal weg. Searchen wir erstmal hier alles ab. Was ist das? Eine Münze. Ein Platz verschwenden für eine Münze ist auch natürlich blöd, ne? Waffen nachladen müssen wir noch gucken. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Geld brauchen können. Finny, ich kann jetzt gerade nicht. Lädt mich die ganze Zeit zu Space Junkies ein. Nothing useful. Da sind die Kopfschmerztabletten drin, glaube ich, ja. Okay, die haben wir da. Die brauchen wir schon mal. Keinen Platz für einen Rucksack. Ist auch nicht schlecht. Na, hier ist nochmal Geld. Ich weiß nicht, ob wir Geld gebrauchen können. Ich habe eine Taschenlampe gerade gesehen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ah, cool, man kann die sogar schultern und... Ja, das ist ja geil. Lassen wir erstmal aus, weil ich habe gerade gesehen, hier seht ihr den Batteriestand. Also man muss da wahrscheinlich auch vorsichtig mit umgehen.
Ich meine, eine Batterie haben wir ja noch gefunden in der Ersatzbatterie. Physik war auch ganz cool gerade. Fliegt auf jeden Fall sehr realistisch. Der Finny, der gibt nicht auf. Okay, den brauchen wir nicht. Ja, aber ich würde gern wissen, wie man das Ding hier lädt, weil ja, das ist ja cool. War schon eine drin. Jetzt haben wir das ein bisschen leere Magazin raus reingemacht, also mit 8 Schuss nur. Auf jeden Fall wissen wir, wie es funktioniert. Ist auch schon mal nicht schlecht. Die Soundeffekte sind echt gut gemacht. Wieder Geld. Ja, schmeißen wir gleich Fuffis in den Club, ne? Ist das laut, ey. Ich wollte mich gerade schon hier auf die Couch setzen. It has been a week since Dr. Miranda Fay, who is heading up their research department, was found dead in her downtown apartment after accusations were made that Biotech and Fay had been able to circumvent the FDA. Oh, war ja nicht viel. Also, der Mist hat begonnen. Ich will das ausmachen, das ist mir zu laut. Alter. Euer Ernst. The following message is transmitted at the request of the Roanoke State Police Department. Civil authorities have issued a warning for the following counties, Multnomah and Washington. At 3:20 p.m., reports from these counties have issued an outbreak of a highly contagious virus. Some reports claim the outbreak started in the Multnomah and Washington County hospitals. Symptoms of this virus include loss of coordination, confusion, and eventually certain death. Reports have also claimed that those infected have acted out in an extremely violent behavior. Citizens are advised to avoid anyone with these symptoms. Okay. At this time, dann können wir gleich auch zuschlagen. Quarantine until further notice. As a safety precaution, nearby counties are advising citizens to stay in their homes until the situation is dealt with. Stay tuned for further details and instructions. Okay, telephone ring. Alter, hab ich mich erschrocken. Listen, I just had the news on and... I can't make it back. They have the roadblock off. What the hell is going on? What? You mean they blocked the entrance? Oder unten geht's richtig ab. Hang on. I'm going to grab my gun from the bedroom and I will be right down. Wait. The bedroom door. It's still locked. Oh! Before we left, Tony gave me the new key. I think I put it in one of the pockets of the bag on the couch. I love you. I love you too. Was ist denn der Hörer weggeflogen? Boah, die Sounds sind echt krass. Okay, da haben wir einen Schlüssel. Alter, da ist schon einer. Alter! Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem.
Gott! Oh, schnell, schnell, schnell! Okay, wenn er jetzt reinkommt. Komm rein. Ist auf jeden Fall, sind die stärker geworden. Okay. Puh. Okay, den können wir uns nicht irgendwo anhängen. Leider nicht. Und was war das gerade für eine Pistole, ey? Aber wir machen hier mal zu, bevor wir gleich überrascht werden von irgendwas. Okay. Hier ist die Pistole. Aber das war ja mal, das war ja mal gar nichts, oder? War ja so eine Luftpistole oder was? Geld haben wir kein. Geld haben wir jetzt keine Probleme. Okay. Neun Millimeter Patronen. Hoffentlich finden wir jetzt eine 9 mm Pistole, dann sind wir ja erstmal safe. Jawohl. So. Okay, das hat ein Magazin. Jetzt haben wir keine Erbsenpistole mehr. Nothing useful. Wie kann man das benutzen? Ah, okay. Okay, da kann man suchen. Ist natürlich blöd, dass die leer sind. Aber gut. Okay, da haben wir noch eine Schublade. No. Nothing. Okay. Ja, dann haben wir jetzt nicht mehr viel, ne? Da wäre doch wahrscheinlich eine Schublade, ja. Eine Batterie. Ist gut, dann haben wir schon mal zwei. Wenn die denn leer sind, voll sind. So. Okay, der ist hinüber, aber er atmet noch. Na, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir rauskommen, oder? Wow! Alter! Puh! Okay, jetzt geht's. Okay, da hat meiner kurz meinen reingezogen. Wir haben gar nicht viel Munition, glaube ich. Okay, wir sollten mal schauen. Warte mal, wir. Da kriegen wir einen Vollparas.
Okay. Das ist heftig. Okay, das ist eine Pfeilspitze. Kriegen wir nachher eine Armbrust. Machen wir hier einen auf Daryl. Alter, die Sounds. Passt nicht rein, ne? Ne. Okay, gehen wir mal weiter. Hier liegt noch eine Leiche. Hier sind 1-1 Munition. Kann man die aufheben? Ne. Die kann man nicht aufheben. Da ist noch ein Kamerad. Den können wir untersuchen, das ist gut. Okay. Hoffentlich geht die gleich nicht auf. Das wäre echt beschissen. Also, Licht geht nicht mehr. Oh, da sehen wir einen Schatten. Nochmal. Okay. Bleib drin. Da hinten ist auch noch einer aufgestanden. Können wir callen? Funktioniert? Nicht so ganz. Also die können wir nicht untersuchen. Jetzt müssen wir wieder mal kurz nachladen. Nein, nicht. Oh. Okay, die können wir nicht untersuchen. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen anders stellen. So. Okay, wir müssen bis da hinten kommen. Da ist eine Tür auf. Okay, wir haben 100%. Da ist auch noch Munition. Was haben wir sonst noch hier? Kann man nicht nehmen, kann man nicht nehmen. Okay. Auf jeden Fall ein bisschen Munition gekriegt. Ist ja auch schon nicht schlecht. Bleib liegen, Junge. Ach du Scheiße, jetzt kommen mehr. Oh, wir müssen nachladen. Der hört sich übel an. Ich mach das jetzt immer hier. So, da ist noch eine Tür auf. Die sollten wir checken. Oh, da kommt was raus. Okay, den haben wir auch gekriegt. Da hört sich auch so an. Oh Gott. Oh Gott! Kann man jetzt hier mal durchsuchen? Was haben wir hier? Oh, Sturmmagazin. Das ist gut. Wollen wir nur noch ein Sturmgewehr, ne? Warte mal, wir drehen uns mal kurz. Okay.
Okay, jetzt auch alles zu. Mit dem Nachladen muss ich echt noch besser werden. Okay, schauen wir mal. Damn it. Okay, zu. I gotta break this door down. But with what? Bleib liegen. Alter, haben wir gerade eine Dusche gekriegt. Du siehst scheiße aus. Sag mal her. Ich höre mal Schritte. Okay. Gotten. This axe has to work on that door. Die Axt kann überall wirken. Kann man die am Rücken schnallen? Warum nicht? Das ist doch blöd. Okay. Gehen wir weiter. Mal gucken, wie die Axt hier ist. Das war nochmal was. Das ist gut. Das ist ein richtig gutes Gewehr. So, jetzt die Frage. Was mache ich mit den ganzen Sachen hier? Guck mal. Hier wird ein Baseballschläger. Geil. Jawoll. Und dieser Schatten, der hier immer tanzt. Na, ja, klappt mal nicht. Okay. Okay, wir haben eh keine Karte mehr, also geht's abwärts. Das ist irgendein Fehler. Also, es ist irgendein Zombie hinter uns her, der gar nicht weiß, dass er hier ist, glaube ich. Okay, gehen wir runter. Oh, Feeling ist schon krass. Stell mich mal kurz. Okay. Jetzt haben wir hier ein Gewehr, aber kann gar nichts mitmachen. Kann ich das nirgendwo hinpacken? Warte mal. Wir packen uns jetzt mal kurz unseren Rucksack. Doch, das ist doch gut. For this. Okay. Na komm. Okay, das ist der gerade von eben mit dem Kreuz. Alter!
So, ich glaube, jetzt müssen wir... Oh. Okay, das ist auch weg. Da ist noch immer irgendwas. Boah, drei Stück. Okay. Also Melee-Waffen sind nicht so krass. Und wenn wir schießen, haben wir wahrscheinlich richtig die Kavallerie hier. Aber hier kann man nirgends mal was suchen. So, der hat noch irgendeine Munition. Das ist wieder was? Ich würde sagen, wir müssen da lang. Und das war's. Okay. These business trips aren't getting any easier. Maybe it's time I look for a new job, so I can spend a little less time away from home. Okay, ich weiß nicht, was das jetzt für ein Raum ist. Wir sind auf jeden Fall wahrscheinlich gestorben. Tony came by to fix some things around this place. Hey, Tony, you in here? Tony ist nicht in hier. Ja, Leute, ich würde auch sagen, dann beenden wir hier die Folge. Ich glaube, die geht jetzt schon relativ lange. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet euch einen kleinen Einblick von dem Spiel verschaffen. Ist noch immer nicht wirklich bugfrei, aber man kann es echt spielen. Macht einen relativ guten Eindruck, aber ich erwarte da noch ein paar Bugfixes. Sonst mit den Melee-Waffen kam ich gar nicht klar, habt ihr ja gesehen. Ich weiß nicht, ob es mein Problem ist oder ob vom Spiel. Irgendwie habe ich ja da so hin und her gewedelt und da passierte irgendwie nichts. Kann aber sein, dass ich schuld war, keine Ahnung. Ich muss natürlich auch ein bisschen sicherer werden, was den Umgang mit den Waffen angeht und Nachladen und so weiter. Ja, muss man alles mit der Zeit sehen, aber erstmal ein cooler Einblick gewesen und ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Game und wenn ja, Daumen hoch und ein Abo wäre geil. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.